Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Batman Arkham Origins Mobile. Ich bin Marv und wir legen jetzt hier gleich los. Unsere Ausdauer hat sich wieder regeneriert und wir können jetzt hier die nächste Mission angehen. Sportlich in Gotham City. Der Star Quarterback der Gotham Knights wurde ausgeraubt. Hole seine wertvollen Sport-Erinnerungsstücke zurück. Das kann ich gar nicht aussprechen. Erinnerungsstücke. So Leute, wollen wir mal loslegen. Mit den... Das war jetzt blöd, hätte ich blocken müssen. Mit dem Anzug haue ich natürlich ordentlich rein. Und so ein paar Kombos. Schon wieder zu spät geblockt hier. Also mit der, gerade mit der Angriffshaltung, da seht ihr, was da an Schaden bei rumkommt. Da haben die nicht viel zu lachen. Oh, 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 oh. So, den haben wir auch. Nein, den haben wir verpasst. Shit. Machen wir hier ein bisschen Speedy Gonzales. Oh, 66 Schaden hat er geblockt. Also jetzt lasse ich mich aber gut vorführen hier. So. Das ist doch der letzte hier. Was mache ich denn für einen Mist? Komm schon. Bin noch nicht ganz wach hier, glaube ich. Zu abgelenkt. Aber wir haben es geschafft. Mission abgeschlossen. Können gleich mal zu den Upgrades wechseln. Lage 1. Gerätegürtel gefunden. Okay, das ist gut. So, wir haben 3000 Punkte. Und ein bisschen was in die Angriffshaltung nochmal stecken, um da richtig schön Schaden zu machen. Die Grundschaden hier ein bisschen erhöhen vielleicht. Da brauchen wir 4000. Das dauert noch ein bisschen. Dann kümmern wir uns lieber um die nächste Mission. So, meistgesuchte Missionen bleiben auf der Karte. Spielen Sie nochmal und versuche 5 Sterne zu bekommen. Die Erpressung. Wirkstoffprototyp. Ungewaschenes Pack. Giftiger Hass. Der Bote des Todes. Deathstroke. Schwierigkeit 2, 4, 5 Bat-Sterne. Okay. Die hat 2, die hat 3. Die hat 2. Machen wir erstmal die normale, die Erpressung. Und los. Gut geblockt. Zwar nicht den Spezialmodus aktiviert gehabt, aber es ging trotzdem ganz gut. So. Auch wieder geblockt. So, und der nächste Kollege. Auch hier mit dem Messer. Leider gibt es keine so wirkliche Story in dem Spiel. Die haben sie ganz schön vernachlässigt. Du kannst hier einfach nur kämpfen. Oh, der hat aber gesessen. Der war schön jetzt hier. Level 5. Das ist ja nicht schlecht, dass man kämpfen kann. Das ist ja auch etwas, was den Reiz des Spiels so ein bisschen ausmacht. Höchste Genauigkeit. Standardangriffe versuchen manchmal kritische Treffer von 150% Schaden. Plus eine höchste Genauigkeit-Bonus. Zusätzliche Schlagkombos bieten eine Möglichkeit, kritische Treffer zu verursachen. Okay. Das ist doch schön, dass wir da jetzt noch mehr Fähigkeiten haben. So, wo war ich? Ich wollte hier, dass auf jeden Fall die Angriffshaltung noch mehr Schaden macht. Verbessert diese Haltung, damit Batman mehr Schaden macht. Von 1080 auf 1123. Gar nicht schlecht, das machen wir einfach mal.
Ich glaube, ich werde nicht drum herum kommen, einfach so wie bei Superman so ein bisschen hinterher zu leveln, damit ich diese normalen Punkte irgendwie farmen kann, damit wir hier auch irgendwie mal weiterkommen. Und ich nicht immer nur irgendwie gerade so mich von Mission zu Mission hangeln. Noch geht es, aber ich weiß nicht, ob das auf Dauer so sein wird. Gegner gewinnen Gesundheit zurück. Na, das ist ja was. Da müssen wir einfach ein bisschen schneller sein. So. Geht auch schon ganz gut los hier. Aber Schwierigkeitsgrad war auch nur ein Stern diesmal. Also gerade durch dass wir jetzt im Level aufgestiegen sind und unseren Schadensboost nochmal hochgepowert haben. Die können überhaupt nichts hier. Das ist ja ganz, ganz easy gerade. Das war ja überhaupt kein Problem. Einmal wurde ich getroffen. Was? Nur eine 2-Sterne-Bewertung? Spezialaktion Vielfalt keinen. Ja. Gegner Standardangriff geblockt. Habe ich auch nicht gemacht. Na, super. So, Rauchbomben habe ich gefunden, okay. Wollen wir doch mal gucken, was für Bad Suit Items wir jetzt schon haben. Eins fehlt uns noch, diese Flügel. Dann können wir unseren Anzug verbessern. Ist doch gar nicht schlecht. Ich hätte eigentlich auch gerne irgendwie einen anderen Anzug, aber die sind halt noch teurer, als die sonstigen Sachen eh schon sind. Spezialherausforderungsmissionen sind zeitbegrenzt und haben besondere Regeln. Bieten aber auch die beste Belohnung überhaupt. Boah, wie schwierig. Fünf Dinger hier. Das ist Pech und Schwefel. Bane und Copperhead. Vorne rohe Kraft und hinten Gift. Also das kann ich euch jetzt schon sagen, dass ich das nicht schaffe. Wie soll das denn gehen? Bane und Copperhead. Machen wir erstmal hier ungewaschenes Pack. Eine gewalttätige Schlägertruppe terrorisiert Uptown Gotham. Und los. Also das Kampfsystem ist relativ gut umgesetzt. Da habe ich schon ein anderes Batman Mobile Spiel gespielt. Da war das bei weitem nicht so schön wie hier. Da hätte man es sich gewünscht, dass es da ein bisschen mehr Möglichkeiten gegeben hätte. So, den haben wir auch. Ein schöner kritischer Treffer gleich. Vielleicht kriege ich diese 5-Sterne-Mission sogar hin. Also im Moment sind die Missionen ja relativ einfach hier. Ihr seht schon, ich klopp mich da einfach so durch. Das ist überhaupt kein Problem für Batman gerade. Die Gegner haben schon überhaupt keine Chance mehr. Ganz einfach jetzt hier so ein bisschen sich durchzuprügeln. So, einmal geheilt. Gegnervielfalt ist natürlich nicht so wahnsinnig gegeben. Ist auch in den normalen Batman-Spielen übrigens so, dass die Gegner halt alle nicht so wahnsinnig viel unterschiedlich sind. Es ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber halt nicht so wahnsinnig viel. So, wir haben 5500 Punkte und wir können jetzt unseren Batsuit aufwerten. Das machen wir doch gleich mal. Batsuit-Items. Verbessern wir unseren Anzug. Red Sun, Level 2. Red Sun verbessert. Sehr schön. Haben wir mehr Gesundheit, mehr Schaden teilen wir aus und sowas. Das ist gar nicht schlecht. Und dann haben wir jetzt noch 5000 Punkte, die wir jetzt hier irgendwie aufbrauchen können. Nee, die kritischen Treffer wollen wir nicht erhöhen. Die mit dem Faustschläge verursachen Batmans Standardangriffe mehr Schaden. Ja, das sollte ich doch mal erhöhen hier. Auf jeden Fall den Schaden noch mal hochsetzen.
Solange ich noch welche Punkte habe, einfach ausgeben dafür. Nee, wir wollen keine weiteren kaufen. Fast 20% Schaden habe ich jetzt. Das ist ja richtig gut. Gesundheitsboost. Brauchen wir 5000. Ja, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Du hast Versteck des Killers entdeckt. Bereit für diesen schwierigen Kampf? Deadshot. Nee, wir versuchen uns jetzt erstmal. Der ist ja noch leichter als der andere hier, ne? Als die hier oben. Wollen wir die vielleicht erst in der nächsten Mission angehen? Also in der nächsten Folge? Ich glaube schon. Hier haben wir 3. Der hat auch 3. Und 4 Energie haben wir noch. Nee, ich muss mich jetzt entscheiden. Ich glaube, ich werde mich für die Pech- und Schwefel-Mission entscheiden. Dass wir die wenigstens einmal probiert haben in dieser Folge. Die ist ja nur eine Mission, die über Zeit ist. 3 Minuten haben wir Zeit, um die Gegner zu besiegen. Und da das bisher ganz gut geklappt hat, müssen wir mal schauen, ob wir das diesmal hier hinbekommen. Ist halt eine 5-Sterne-Mission. Gerade die Bossgegner sind die fiesen Gegner, die jetzt hier was drauf haben. Gegen Bane haben wir noch gar nicht gekämpft. Oh, da hat er mich voll erwischt. Da ist er. Na, der haut aber rein. Heilige Scheiße, macht der einen Schaden. Blocken. Boah. Weißt du, die normalen Gegner... Nee. Die normalen Gegner überhaupt kein Problem. Aber Bane, ja, der haut dich so schnell aus den Socken. Tipp für die Mission. Achte darauf, wann deine Spezialangriffe zur Verfügung stehen. Ja, das hatte ich... Ich habe auf die Heilung gehofft, das hat leider nicht gereicht. Ja, Boosts möchte ich mir nicht kaufen, also das lasse ich mal lieber. Die müsste ich mir nämlich für diese Wayne-Tech-Punkte kaufen. Und solange ich das verhindern kann, versuche ich das. Wir spielen jetzt wieder ein bisschen hier mit Deadshot. Boss-Mission, Deadshot. Endlich hast du Deadshot festgenagelt. Jetzt ziehen wir ihn zur Rechenschaft. Ach, wir brauchen noch einen Balken. Dafür brauchen wir 3 Energie. 3 Minuten warten. Und das ist halt das Ätzende bei dem Spiel. Du musst halt immer warten. Du kannst es dir freikaufen, damit du die Energie bekommst, aber das dauert halt relativ lange, bis die komplette Energie aufgeladen ist. Wenn ich jetzt 3 Minuten warten muss, ist auch schon wieder super nervig. Okay, Leute, aber dann beende ich jetzt hier die Folge. Und in der nächsten Folge versuchen wir dann irgendwie Deadshot zu erledigen und ein paar andere Gegner. Schauen wir mal, was draus wird. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Marv.